Ja, herzlich willkommen wieder bei Willis Fragen über Fragen bei Willis 3D-Druckkanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, das letzte Thema, wisst ihr ja, Haftung, Druckbrett, ja. Und ihr seht, ich habe mein Versprechen wahrgemacht, ich habe kräftig eingekauft. Und dazu gibt es dann heute oder morgen das Video dazu. Ich habe da einen Test gemacht, also ohne, wie man es sauber machen kann und einen Preisvergleich. Vielleicht ist es für euch interessant. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Aber wir kommen heute zu meiner neuen Frage und langsam gehen wir tatsächlich mal die Fragen aus. Und zwar habe ich letzte Zeit trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ich ein Problem habe mit den Slicer. Also ich arbeite ja mit Cura 4.8, aber habe mir jetzt auch schon mal jetzt die Beta-Version runtergeladen, die 4.9, die eigentlich sehr interessant ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht. Jetzt zu meiner Frage, mit welchen Slicer arbeitet ihr? Es gibt ja mehrere Prusa-Slicer. Welche Erfahrung habt ihr damit? Das würde mich interessieren. Und ja, gibt es so besondere Profile, auf die ihr da verweisen könnt, wo man hernehmen kann für PLA, ABS, TBU? Vielleicht gibt es ja auch so eine Plattform, wo man da reinschauen kann. Natürlich bei YouTube gibt es einige und werden auch angeboten. Aber ich möchte natürlich eure Erfahrung wissen. Hier die Frage wäre, mit welchen Slicer arbeitet ihr und warum? Dann würde ich mich wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war's auch schon. Wer das Format noch nicht kennt, ich sage es immer wieder, oben ist ein Link. Das erste Video erklärt euch, um was es hier geht. Ansonsten, die es noch nicht getan haben, würde ich mich über ein Abo freuen, ein Like. Und aktiviert die Glocke, somit verpasst ihr kein Video mehr. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch bei dem Video dabei seid mit Druckbetthaftung. Da haben ja viele in die Kommentare reingeschrieben, die ich auch namentlich erwähnen werde und auch aufführen werde demnächst. Dann bedanke ich mich da nochmal für eure Hilfe und für eure Vorschläge und Tipps und würde mich freuen, wenn ihr auch hier wieder kräftig unten kommentiert. Bis dahin, euer Willis 3D-Druck. Ciao. Also ich arbeite ja mit